Hallo meine lieben Stempelfreunde, mein Name ist Daniela Stoll, ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und heute habe ich mir gedacht, machen wir zusammen mal so eine Schüttelkarte. Und zwar sieht man ja schon auf dem Bild, das soll eine Schneekugel sein und hier drin ist dann unsere Winterlandschaft und dann einfach noch ein paar Paletten Streudeko. Ich habe sie einmal in bisschen dezenter klassisch gehalten. Hier habe ich mal eine bunte Variation ausprobiert. Mir persönlich ist es jetzt schon wieder zu bunt. Deswegen machen wir heute diese hier, aber ich dachte, ich lege die trotzdem mal dazu, damit ihr das auch mal seht. Und für diese Karte brauchen wir heute mal ein bisschen mehr an Zubehör, auch an Werkzeugen und an Material natürlich. Und zwar für den eigentlichen Schütteleffekt brauchen wir auf jeden Fall unsere Schaumstoffklebestreifen. Die sind im aktuellen Hauptkatalog erhältlich. Dann brauchen wir zum Schütteln etwas. Und zwar sind das unser Palettenset Metallfarben. Ich finde das total schön. Und zwar finde ich, geht das im Katalog ein bisschen unter. Ich habe euch das mal rausgesucht, damit ihr das auch seht. Nicht, dass ihr das später nicht findet. Das ist auf der Katalogseite 197. Hier ist nämlich nur das Palettenset bunter Schimmer abgebildet und hier unten steht dann noch Metallfarben. Und das hier ist das Metallfarben. Ist halt kein Bild abgebildet, deswegen ist es mir nie aufgefallen. Aber es ist total schön. Ich finde es unheimlich schön. Wir haben hier noch so weiß in Regenbogenfarben, also passend zu unserem Diamantengleisenpapier. Gold, Kupfer, Schwarz, Silber, also alles mit dabei. Und ich finde, es passt natürlich wieder super zu unserer kompletten Serie, auch aus dem Winterkatalog. Also das wäre dieses hier. Wir haben aber auch noch etwas in unserer Ausverkaufsecke. Das habe ich mir jetzt auch noch geholt. Das ist unser Clearance Rack. Da könnt ihr immer mal reinschauen. Da sind Sachen, die regulär nicht mehr erhältlich sind, drin. Die gibt es dann im Ausverkauf nochmal. Kostet dann auch nur die Hälfte von dem hier. Finde ich auch total schön. Also das würde auch gehen. Ich habe jetzt mal beide dazugelegt. Vielleicht mische ich sie mir auch nochmal. Dann brauchen wir unsere Klarsichtfolie. Da brauchen wir ein kleines Stück davon. Und das war es eigentlich schon für den eigentlichen Schütteleffekt. Und wir brauchen natürlich wieder unser Set. Ich habe jetzt zum Beispiel nur diese beiden Edgelets hier verwendet, die anderen beiden nicht. Und natürlich den Stempel hier dazu, weil ich finde, genießt den Zauber der Weihnachtszeit, passt jetzt wunderbar zu der Schneekugel. Also unser Set Weihnachten daheim wieder. Mein absolutes Lieblingsset. Ich könnte irgendwie nur Karten mit diesem Set basteln, mit dieser kleinen Winterstadt. Ich bin total verliebt. Wir brauchen natürlich ein Kreisframelit. Das ist jetzt nicht von Stampin' Up!, das habe ich noch aus meiner Anfangszeit. Abreißklebeband, ja, etc. Also ich zähle jetzt nicht ganz alles auf. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Dann brauchen wir natürlich zuallererst eine Grundkarte. Ich habe jetzt hier Glutrot verwendet. Der DIN A4 Farbkarton ist ja 21 breit. Und da schneidet ihr euch das dann einfach hier bei 14,8 cm ab. Falzt das in der Mitte bei 10,5 cm. Und dann habt ihr schon unser Grundkartenmaß. Das brauchen wir erst später. Dann brauchen wir als Hintergrund, das ist nämlich hier unser Sternhintergrund, ein Stück in 9,2 auf 9,2 cm. Und darauf kommt dann unsere Landschaft. Dafür habe ich mir jetzt ein Stück Glitzerpapier in Diamantengleisen. Ich habe jetzt ein ganzes Stück, also ein 12-Inch-Stück in 5,5 zugeschnitten. Aber in 10,5 würde es theoretisch auch reichen. Ich habe jetzt ein ganzes Stück genommen. Und damit fangen wir jetzt mal an. Haben wir hier die Big Shot. Und zwar, das ist ja der Teil in 5,5 und ich fange jetzt an mit diesem Teil hier. Ich möchte nämlich nur
Ich habe euch das mal hier schon mal vorgestanzt, wie es nachher aussehen soll. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, ihr möchtet das anders anordnen. Ihr könnt euch das auch im Stück oder selber zusammensetzen, wie ihr wollt. Aber ich wollte jetzt einfach nur diese beiden Teile haben und dieses Teil ab den Bäumchen mit dem Schneemann und dem Häuschen. Die Teile wollte ich ja, so wie hier aneinandersetzen und in der Mitte dann die Kirche. Also so wie hier. Dazu tue ich mir das dann einfach hier anlegen und zwar recht weit oben, deswegen die 5,5 cm, damit das recht weit oben ist und wir hier unten noch unseren Schnee im Hintergrund haben, dass das schöner aussieht. Ich tue mir das nicht ganz ausstanzen, weil man das später auch nicht komplett sieht. Durch den Kreis nachher verschwindet es auch. Deswegen, um ein bisschen zu sparen, tue ich es mir auch nur so ausstanzen. Jetzt lege ich mir das hier drauf. Ach, jetzt muss ich wieder mit links kurbeln. Und zwar tue ich da zweimal durchkurbeln, weil das Diamantengleisenpapier doch recht dick ist. So, jetzt verrutscht alles, alles wackelt. So, das lege ich mir jetzt zur Seite. Also ihr seht, hier haben wir jetzt nur ein halbes Haus, aber mehr brauche ich auch nicht. Dann schneide ich mir hier oben an der Linie den Teil hier weg. So, und jetzt nehme ich mir diesen Teil hier, lege den hier an. Allerdings muss ich jetzt das Ganze drehen, damit das hier jetzt so übergeht und an einem Stück bleibt, weil wenn ich es jetzt andersrum mache, dann kurbel ich ja von der Richtung mir das hier drüber. Deswegen lege ich es jetzt so an, dass ich nur bis hier vorkurbeln kann. Ich zeige euch das, was ich meine. Also das lege ich mir jetzt so an, gucke, dass das Häuschen gerade ist. So. Und dann ein bisschen weiter rüber. Sonst kriegen wir hier von dem Häuschen auch nicht mehr viel rein. Also das wird auch nicht komplett rein kommen in unser Sichtfenster. So, jetzt kurbel ich mir das nochmal durch. Und zwar jetzt nicht komplett. So, und jetzt merkt ihr, wie das durchknackst. Und nur etwa bis zu diesem Teil hier durchkurbeln. Also wenn ihr das hier noch seht, dann habt ihr genug gekurbelt. Dann könnt ihr auch noch mal schauen. Ja, super, hat geklappt. Also einfach aufpassen, dass ihr euch das hier nicht aufs Bäumchen stanzt. Huch, ich habe den Kleber vergessen wegzunehmen. Ich bin ja witzig. Aber ist egal. So, und jetzt schneide ich mir das hier auch noch mal weg. Und hier ist jetzt eine kleine Ecke. Das ist nicht schlimm. Das tun wir jetzt anpassen. Einfach auch so ein kleiner Hügel. Ich gehe jetzt hier noch mal ein bisschen hoch. Also da guckt ihr einfach, wie das danach so in etwa passt. Muss ja nicht immer alles gerade sein. Darf ja auch so eine kleine Hügellandschaft sein. So sieht das jetzt aus. Und jetzt legen wir uns das auf unser Papier drauf. Und ihr seht jetzt, dass eben dieses Haus nicht komplett aufs Papier passt. Und da könnt ihr euch jetzt das einfach so ein bisschen aussuchen, wie ihr das nachher auflegen wollt. Ob ihr wollt, dass man dieses Haus noch komplett sieht und hier nur die Hälfte. Aber jetzt können wir das hier abschneiden. Und aus diesem Teil hier könnt ihr euch jetzt noch die Kirche hier ausstanzen. Da ist es jetzt egal, da könnt ihr ganz unten anlegen. Jetzt müssen wir uns das hier natürlich alles noch auspieksen, was nicht reingehört. Also eben, ich habe mir jetzt hier nicht das ganze Haus ausgestanzt. Ich werde hier später auch noch mal ein Stück abschneiden. Und jetzt können wir uns das hier auch noch rausschneiden. Das brauchen wir nicht. So seht ihr, dass ihr euch die auch ein bisschen selber anordnen könnt, wie ihr das möchtet. Das hier tue ich mir auch weg. Könnt ihr euch eben das Designerpapier 9,2 auf 9,2 dazu nehmen. Und dann könnt ihr euch das dann auch schön auflegen, wie ihr das haben wollt. Nehmt euren
Framelit dazu. 9 cm Durchmesser hat der. Jetzt könnt ihr euch das entweder per Augenmaß oder ihr schneidet euch jetzt einfach noch den Rest ab. Ich habe die ganze Karte eigentlich alles so per Augenmaß oder per Gefühl gemacht, aber damit ihr das jetzt ein bisschen besser nachbasteln könnt, habe ich mir da jetzt Mühe gegeben, das schon so in etwa mir die Maße da zu notieren, wie ich das in etwa gemacht habe. Ja, und jetzt hier so der Teil noch ab. Also das könnt ihr jetzt wirklich so ein bisschen nach Gefühl, wie ihr das haben möchtet, machen. Vielleicht möchtet ihr das ja auch wieder anders machen. So, das schneide ich mir jetzt auch noch ab. Und dann könnt ihr euch das auch schon aufkleben. Wie gesagt, später kommt dann die Kirche hier noch dazu. Dazu nehme ich wieder Tombow. Hier müssen wir jetzt ein bisschen schauen, dass das wirklich auch oben bis in die Spitzen gut klebt, weil sonst bleiben uns nachher die Paletten da dran hängen. Aber auch gucken, dass ihr an den Seiten nicht zu viel Kleber überstehen habt, sonst bleiben an den Kleberesten dort auch die Paletten hängen. Also lasst euch da wirklich ein bisschen Zeit beim Aufkleben, dass das auch alles schön bis in die Spitzen hier klebt. Ihr könnt, wenn ihr die Häuser beleuchtet haben wollt, könnt ihr das auch, wie wir das bei unserer 3D-Karte gemacht haben, könnt ihr das auch hinten jetzt nochmal mit Goldfolie verkleiden. Ich mache das jetzt nicht. Jetzt kommt dann eben noch die Kirche drauf. Da könnt ihr euch, wie gesagt, immer den Ring nochmal so dazu nehmen, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl habt. Ich möchte, dass man noch recht meinen Sternenhimmel hier sieht. Aber wir brauchen ja hier nachher auch noch Klebefläche für unsere Schaumstoffklebestreifen. Also das müsst ihr auch noch mit einrechnen und dann schön andrücken, weil das klebt natürlich nicht so einfach auf dem Glitter nochmal. Nun können wir uns das schon mal auf unsere Grundkarte legen. Und dann habe ich mir jetzt aus unserem neuen Designerpapier aus dem Herbst-Winter-Katalog, das heißt Winterfreuden, den 14,2 auf 10 cm. Das kommt nämlich nachher hier drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt, da könnt ihr euch jetzt schon mal hier den Kreis nachziehen. Einfach jetzt als Orientierungshilfe, das müsst ihr nicht. Ich finde es eine gute Hilfe. Denn hier kommen dann später die Schaumstoffstreifen drauf. So. Und jetzt könnt ihr hier euch schon mal den Fuß machen. Ups. Das ist ein Stück schwarzer Farbkarton in 9,5 auf 4 cm. Und das gibt jetzt hier unseren Schneekugelfuß. Und zwar tut ihr euch den jetzt markieren. Ihr könnt es auch per Augenmaß machen. Und zwar bei 2 cm macht ihr euch da eine Markierung. Hier bei 2 cm und hier nochmal. So. Jetzt könnt ihr euch, also ihr könnt das auch mit dem Papierschneider nachher nachschneiden. Ich schneide das jetzt per Hand. Dann ziehe ich mir das hier runter. Und dann schneide ich mir das hier runter bis zu dieser Ecke hier. Zieht ihr euch dann eine Linie und schneidet das dann hier ab. So, das ist dann der Fuß für unsere Schneekugel. Dann legt ihr euch den hier auf. Der ist jetzt natürlich noch viel zu groß. Dann nehmt ihr euer Framelit nochmal dazu. Ihr müsst jetzt bedenken, dass das wirklich mittig ist, damit ihr an den Seiten noch Platz habt für die Schaumstoffklebestreifen. Die kommen nämlich seitlich auch nochmal hin und auch hier oben. Also lasst da wirklich noch ein bisschen Platz. Das heißt, hier in etwa kommt unsere Schneekugel hin. Und dann könnt ihr euch den Fuß dann
so anlegen, dass er hier unten natürlich gerade abschließt. So, jetzt tue ich mir hier auch noch meine Markierung machen. Und jetzt mache ich mir hier auch noch mal eine ganz leichte Linie, dass ich weiß, wo ich den jetzt aufbringen muss. Hier und hier. So, seht ihr ganz leicht, wo der Fuß aufgeklebt wird. Und jetzt klebt ihr euch den schon drauf. Und zwar klebe ich mir den aber nur auf bis zu dieser Markierung. Ich zeige euch gleich, warum. So, und jetzt klebt ihr euch den Fuß schön bei eurer Markierung hin. So. Jetzt legt ihr euch das wieder auf. Könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal eine Markierung machen, weil das andere war meine Markierung für den Kleber. Zieht euch das hier entlang und jetzt kurbelt ihr euch das so, komplett so wie es ist, nochmal durch die Big Shot. So, und ich habe mir das jetzt mit der Big Shot in einem ausgestanzt und jetzt seht ihr auch, warum ich mir da die Markierung gemacht habe, denn das war der Teil, da war kein Kleber drauf und das habe ich jetzt in einem so ausgestanzt und das ist dann gerade weggefallen, das heißt, ich muss das hier nachher nicht wegschmeißen und kann das nochmal für was anderes verwenden. Jetzt tun wir hier schon unsere Folie draufkleben. Das ist die Klarsichtfolie, die gibt es auch im Hauptkatalog zu bestellen. Und zwar ist das in dem Maß 9,8 × 9,8, beziehungsweise meins ist ein bisschen schmaler, aber ich habe festgestellt, dass es zu schmal ist. Also ihr macht das jetzt bitte 9,8 × 9,8. So, und jetzt tut ihr euch da einmal das rundherum mit Abreißklebeband befestigen. Jetzt klebt ihr euch das so auf, dass man das Abreißklebeband nicht mehr sieht. Also bei euch mit 9,8, das ist dann schon wieder recht eng. Aber bei mir sieht man jetzt dafür hier an der Seite das Klebeband. Aber da kommt ja nachher noch mal was drüber, das sieht man dann auch nicht mehr. Jetzt nehmen wir uns unsere Grundkarte. In 10,5 × 14,8 ist die nachher, wenn sie gefaltet ist. Dann legen wir uns unseren Hintergrund hier rein. Und dann könnt ihr euch das schon auflegen. Und dann so in etwa gucken, wie ihr das haben wollt. Für mich passt das jetzt gerade so. Dann tue ich mir hier ein bisschen eine Markierung machen, dass ich weiß, wo ich das jetzt einklebe, damit es nachher auch alles passt. So. Und dann könnt ihr euch das aufkleben. Also das sieht man ja nachher auch alles nicht mehr, wenn da jetzt ein bisschen Bleistift noch ist, ist nicht schlimm. Also man könnte jetzt auch einfach, weil dafür haben wir jetzt hier die Linie gezogen, die Schaumstoffklebestreifen so drunter rum machen. Ich mache das mal kurz. Aber wenn ich jetzt hier nochmal einen Streifen hinmache, ist mir das zu eng, das passt dann nicht mehr. Und dann sieht das nachher so aus. Und das gefällt mir nicht.
Ich hätte es gern so wie auf der Seite. Da hat es nämlich noch geklappt, dass das schön durchgängig ist, dass man auch nachher, wenn man die Karte seitlich anschaut, das hier nicht sieht. Das finde ich einfach nicht hübsch. Weil der eine oder andere, der so eine Karte bekommt, der guckt die vielleicht auch genauer an, weil er denkt, wie hat sie denn das gemacht? Und das finde ich dann nicht schön. Deswegen mache ich es jetzt so, dass ich mir die Klebestreifen direkt bündig so anlege. Ist jetzt zwar ein bisschen schwieriger. Ich habe natürlich auch wieder so ein spezielles Maß. Ziehe ich mir das hier rüber. Denkt dran, dass ihr das nicht bis nach außen hinzieht, weil das muss ja nachher hier noch drauf. Also ich habe es bei der ersten Karte auch so gemacht, dass ich mir das hier drauf geklebt habe. Das könnt ihr natürlich auch machen. Allerdings ist es dann natürlich wieder schwierig zu gucken mit dem Kreis. Jetzt haben wir hier unseren Rahmen. Da kommt jetzt nachher unsere Karte drauf und das passt perfekt. Und jetzt können wir uns hier einfach noch die Kreise dazu machen. Das ist jetzt egal, es kann jetzt ein bisschen zusammengewurstelt sein. Das ist nicht so schlimm, weil das sieht ja nachher keiner mehr. Nur von den Seiten her, das hat mich jetzt wirklich gestört. Und ich finde das so jetzt optisch einfach schöner. Jetzt gucke ich noch mal, dass das immer schön nach oben steht. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber ich achte immer drauf, dass das nicht irgendwie schräg steht, sondern schön nach oben steht, damit der Kleber auch schön auf der Folie haftet und die Paletten halt nicht unbedingt da festkleben. Das finde ich immer so ärgerlich. So, und jetzt müssen wir das nur noch festkleben, aber natürlich zuerst bloß nicht unsere Paletten vergessen, und zwar die ganze Arbeit umsonst. Und jetzt überlege ich mir, wie ich das mache. Ich tue jetzt einfach hier ein paar Paletten rein. Ja, ein paar dürfen es noch sein. Und hiervon habe ich gemerkt, eben von diesen Sternchen nicht zu viele, sonst sind die zu groß. Ich glaube, das reicht schon. Und jetzt ziehen wir uns das ab. Legen uns das hier oben drauf. Und jetzt schön bündig. Das ist jetzt noch mal ein bisschen schwierig. Für mich zumindest. Ah. Es klebt schon. Ist ein klein bisschen schief geworden bei mir. Ich sage nicht umsonst, ich mache alles mit Tombow. Und schon haben wir hier unseren Schütteleffekt und es bleibt auch kaum was hängen, was mich jetzt sehr freut. Und jetzt fehlt einfach nur noch hier ein kleiner Tag. Ich habe den, wie gesagt, bei meiner ersten Karte mit Gold embossed, aber jetzt hatte ich mich umentschieden, weil mir das so toll gefällt mit dem roten Hintergrund. Das hat mich jetzt sowas von fasziniert, dass ich das jetzt in Rot aufstempel. Dazu brauchen wir jetzt ein
ein Stück flüsterweißen Farbkarton in 2 cm auf 10 cm. Da stempel ich mir das jetzt auch nochmal in Glutrot auf. Versuche mir den schön mittig zu setzen. Und jetzt nehme ich mir meine Fähnchenstanze dazu. Also normalerweise tut man das ja so rein. Da könnt ihr euch, weil das ein bisschen kleiner ist, ich glaube das kleinste ist 2,5, aber ihr habt hier nochmal etwas, wo ihr das anlegen könnt. Dann tut ihr die so rein. Einmal durch. Das gleiche auf der anderen Seite. Und dann haben wir hier unseren Tag. Wer die Stanze jetzt nicht hat, kann das auch ganz einfach anders machen. Also ihr stellt euch jetzt hier euren Stempel vor, dann tut ihr das einfach in der Mitte einschneiden und dann von beiden Seiten her zu der Mitte, die ihr eingeschnitten habt, auch nochmal zuschneiden. Und dann habt ihr hier auch euer Fähnchen. Also ist ganz einfach. Das habe ich auch ziemlich lange so gemacht. Und habe mir dann aber doch irgendwann die Fähnchenstanze dazu bestellt. Und muss sagen, also man kann so tolle Sachen damit machen. Nur mit dieser Fähnchenstanze. Also überall tue ich jetzt schon diese Fähnchen als Hintergrund, als Tag. Also ich finde es genial. Mit der könnt ihr so viel machen. Und es geht halt einfach zack, zack. Und dann könnt ihr euch das jetzt einfach nur noch hier so drauflegen. Klebt mir das mit der Dimensionals noch drauf. Und mir gefällt es persönlich jetzt mit dem Rot noch besser. Weil so wird das Rot von der Grundkarte nochmal mit aufgenommen. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, und das war die Anleitung zu meiner Schneekugelschüttelkarte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch die Anleitung war gut erklärt. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das verständlich rüberzubringen. Also ich hoffe, ihr kamt da gut mit und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Und bis dahin, bleibt kreativ, eure Daniela.